Wir haben es tagtäglich mit ihnen zu tun. Drückt auf ihnen um oder ladet sie ab. Apps. Jeder, der ein Smartphone hat, drückt mehrmals auf ihnen umeinander, ohne noch wirklich irgendwie ihnen Beachtung zu geben. Wir fragen uns heute, wie entstehen eigentlich Apps? Wie entwickelt man Apps und vor allem auch, was kostet das Ganze? Michael Schranz und Olivier Oswald von der Firma Apps with Love geben mir und euch daheim wertvolle Tipps. Guten Abend, Herren. Salut. Hey. Oli, wir starten gerade bei dir. Erklär uns, wie entsteht eine App? Ja, eine App entsteht eigentlich unsere Idee raus. Und dann muss man sich überlegen, was will man mit dieser App machen. Und man muss möglichst wenig eigentlich in so eine App reinpacken. Und machst mal ein Design, dann überlegen, wie der User durch die App navigieren tut. Nachher geht es mal in die Programmierung, ins Testing und dann ist die nachher im Store. Also es klingt jetzt alles ein bisschen schnell und einfach, aber das ist es ja wahrscheinlich nicht, oder? Es ist also, sehr, sehr braucht ja lang, bis man wirklich jetzt wie hier auf dem Tablet kann draufdrücken und sagen, voll geil, das ist meine App. Ja, viele Leute meinen, das ist eine schöne Website, wo man so zusammenklicken kann, ein CMS und so. Aber es ist wirklich das ist High-End-Softwareentwicklung, ein schönes IT-Projekt. Und da gibt es wirklich viele Sachen zu beachten, für eine App zu machen. Das ist ein gutes Stichwort, Entwicklung. Michi, hinter jedem App stehen Entwickler. Was haben die für Aufgaben und was müssen die genau machen, so App-Entwickler? Ja, das ist jetzt noch gut, fragst du mich und nicht der Entwickler. Also, er tut ergänzen. Genau. Es hat natürlich ein System, warum ich dich das frage. Aus meiner Sicht, der Entwickler braucht sehr viel Geduld. Für alle die Leute, die ihn stören beim Programmieren, die aber nicht abgelenkt werden. Sie müssen sehr konzentriert über längere Zeit arbeiten, um in diesen Code wirklich eigentlich die Fehler zu sehen oder die kleinen Details und einen sauberen Code zu schreiben. Ja. Weil das sehen wir viele Apps, die nicht sauber programmiert sind, die stocken, gumpen, was auch immer. Das sind die sogenannten Bugs, oder? Ja, Bugs. Also, Bug oder ist es falsch? Ich weiß es nicht. Also, wenn man eine App auftut und es lädt und es geht nicht, dann ist dann meistens der Entwickler der Löhne. Nein, das kann jetzt nicht sein. Ja, das ist geil. Natürlich nicht. Aber ich möchte noch schnell Michi ausreden lassen. Ja. Also ich denke, eben, Bugs ist ein sehr weiter Begriff. Ja. Oder ich denke, eine App kann völlig funktionieren von dir aus, aber einfach viel zu langsam. Und wenn du drauf klickst, kommt die Reaktion nicht sofort. Und so, das ist meistens so ein Zeichen, es ist nicht ganz so super programmiert, wie es könnte sein. Oder? Also die müssen sicher sehr viel Geduld haben, die müssen gut mit Zahlen umgehen können und die müssen so Computerfan sein und von klein auf, glaube ich, in diesem Business, in dem sich umschlagen und mit dem sich vor allem auseinandersetzen. Aber jetzt wirklich im Detail, glaube ich, muss wirklich die Rolle noch ergänzen. Also der Michi hat es nicht so schlecht erklärt, in dem Job in dem Fall. Kann man das so sagen? Gemacht, du bist seit 13 bist du Softwareentwickler respektive oder Programmierer einfach, hast mit dieser ganzen Welt zu tun. Bevor du jetzt erzählst oder Ergänzungen machst zum ganzen Entwickler da sein, was muss man für berufliche Voraussetzungen haben? Längt es so, wenn man einfach ein bisschen nerdy ist und so ein bisschen den Computer geht? Das ist sicher eine gute Voraussetzung, aber du musst natürlich auch ein bisschen analytisch denken, du musst grössere Zusammenhänge verstehen, aus einem Konzept können etwas daraus schaffen und dich natürlich auch können nächtelang einsperren und ein Problem. Das hast du selber auch alles erlebt, oder? Ja, natürlich. Und da hast du jetzt das Gefühl, da hast du nur eine halbe Stunde für das zu machen, nachher bist du gleich zwei Tage dran. Also das, mit dem musst du einfach umgehen und musst immer die neuesten Trends anschauen und wirklich dich ständig weiterbilden. Wir haben einen Chat-Kommentar und zwar von Justy. Er möchte oder er sagt, kann programmieren jeder lernen und wenn ja, wie am besten? Dann kannst du jetzt wieder einklinken, Michi. Du hast ja selber auch schon eine App programmiert. Was gibst du dann Justy für eine Antwort? Also ich muss sagen, ich habe noch keine App programmiert selber. Ich bin langsam mit dem Oli am Lernen, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe Projektleitung gemacht für Apps, darum weiss ich, wie das geht. Und dem Justy kann ich sagen, also sicher sich selber extrem interessieren, was wir schon vorher hatten, sich das aneignen. Es gibt ganz viele sehr gute Videos, wo man einzelne kleinere Sachen kann probieren kann. Und nachher sich vor allem also Videos, darf ich noch unterbrechen? Ja. Wo man auf YouTube. YouTube App programmieren und du hast ganz viele Videos, die dir zeigen, wie du eine Basic iOS App kannst machen, was für Tools brauchst, Instrumente für Programme und so weiter. Das ist sicher eine Möglichkeit, das ist ein bisschen Eigenregie natürlich. Aber ich denke, es ist sehr gut, so Leute wie Oli zu kennen, wo man weiss, okay, das ist ein Crack.